Schön, dass Sie Fokus Jerusalem eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Massenproteste, Terrorattentate, Preissteigerungen. Israel macht gerade eine schwierige Phase durch. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten aus dem Heiligen Land. Hier leben auch außergewöhnliche Menschen, die sich mit großem Engagement für ihre Mitmenschen einsetzen. Sie stehen im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung. Das sind unsere Themen. Vorbildlicher Einsatz. Fokus Jerusalem ehrt den Mann des Jahres. Mode hilft Krebspatienten. Sahar Cohens ungewöhnlicher Kleiderladen. Biblischer Impuls von Pastor Daniel Gebhardt. Veränderung. Zuvor schalten wir aber wie gewohnt in unser Nachrichtenstudio. Hier sind die Meldungen der Woche. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die umstrittene Justizreform vorerst gestoppt. Sie wird erst in der Sommersitzung der Knesset wieder aufgegriffen. In der Zwischenzeit sollen Verhandlungen über die Reformen stattfinden. In einer Fernsehansprache erklärte Netanyahu, es gehe darum, einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Eine extremistische Minderheit wolle Israel auseinanderreißen. Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hatte Netanyahu gewarnt, er dürfe der Anarchie der Straße keinesfalls nachgeben. Doch dann gab Ben-Gvir überraschend bekannt, er stimme der Verzögerung der Gesetzgebung zu. Nach hebräischen Medienberichten hat Netanyahu ihm im Gegenzug versprochen, eine Nationalgarde aufzustellen. Die soll Ben-Gvir unterstellt werden. Die Proteste in Israel waren eskaliert, nachdem Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Verteidigungsminister Yoav Gallant entlassen hatte. Der hatte erklärt, die Spaltung des Volkes treffe auch die Armee und gefährde die nationale Sicherheit. Nach dem Rauswurf Gallants gingen Hunderttausende auf die Straße. Während sie vor dem israelischen Parlament lautstark demonstrierten, legten streikende Arbeiter den Ben-Gurion-Flughafen lahm. Beschäftigte von Kindergärten und Universitäten, Einkaufszentren und Krankenhäusern schlossen sich den Demonstranten an. Sie warfen Netanyahu vor, das Land in eine Diktatur zu führen. Zwei israelische Soldaten sind im palästinensischen Dorf Huwara südlich von Nablus durch Schüsse schwer verletzt worden. Nach Armeeangaben feuerten Terroristen aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug auf die Soldaten und flohen vom Tatort. Es war die dritte terroristische Schussattacke auf Juden in Huwara innerhalb eines Monats. Im Februar wurden dort zwei Brüder ermordet. Dann wurde ein Israeli schwer verletzt, als er mit seiner Frau durch Huwara fuhr und ein Terrorist aus nächster Nähe durch die Windschutzscheibe seines Autos schoss. Zuvor hatten israelische Siedler in Huwara Autos und Häuser angezündet. Mittlerweile ist ein Großaufgebot an Soldaten vor Ort, um für Ruhe zu sorgen. Die Israelis sind so glücklich wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Das haben die neuen World Happiness Rankings gezeigt. Der vierte Platz Israels ist die beste Position seit Beginn der Veröffentlichungen im Jahr 2012. Die Rangliste basiert auf der Selbsteinschätzung der Bewohner von 137 Ländern sowie auf wirtschaftlichen und sozialen Daten. Israel wurde noch vor Beginn der Massenproteste gegen die Regierung bewertet. Finnland wurde zum sechsten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gekürt, während Afghanistan erneut das unglücklichste Land war, dicht gefolgt vom Libanon. Deutschland landete auf Platz 16. Wir schauen noch aufs Wetter. Das wird allmählich freundlicher und wärmer. In Jerusalem werden bei Sonnenschein bis zu 22 Grad erwartet, in Tel Aviv bis zu 24 und am Toten Meer bis zu 26 Grad. Das waren unsere Meldungen der Woche. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit. Im vergangenen Jahr haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihre Frau des Jahres gewählt. In diesem Jahr waren nun die Männer dran. Fünf Kandidaten hatten wir Ihnen vorgeschlagen und eigentlich hätte jeder von Ihnen einen Preis verdient. Sie haben fleißig abgestimmt, per Postkarte, Brief und E-Mail. Am Ende gab es einen klaren Gewinner. Wir haben ihn zusammen mit den anderen Nominierten bei einer Feierstunde in Jerusalem ausgezeichnet.
Sie sind Mutmacher, ungewöhnliche Männer, die sich Menschen oder Tieren zuwenden und zu Vorbildern in Israel geworden sind. Fokus Jerusalem hat 5 von ihnen für die Wahl zum Mann des Jahres vorgeschlagen. Nun fand in Jerusalem die Preisverleihung statt. Der Leiter von Fokus Jerusalem, Tommy Müller, begrüßte die Gäste und stellte die Sendung vor. Fokus Jerusalem ist das größte deutschsprachige TV-Magazin aus Israel. Jede Woche produzieren wir aktuell 26 Minuten Fernsehen in HD-Qualität. Unsere Themen umfassen alle Lebensbereiche, Politik, Wirtschaft, Kultur, Tourismus, Sicherheit und vieles mehr. Wir arbeiten eng und gut mit dem Presseamt der israelischen Regierung, der Armee, der Polizei und zahlreichen Organisationen zusammen. Unsere Sendung ist in ganz Europa zu sehen über Satellit, Kabel und Direktempfang. Fokus Jerusalem setzte sich für die Freundschaft zwischen Israel und dem deutschsprachigen Europa ein. Israelis würden in europäischen Medien oft als brutal und gewalttätig dargestellt. Umso wichtiger seien Israelis, die sich in außergewöhnlicher Art und Weise für ihre Mitmenschen einsetzen. Alle 5 Männer, die in diesem Jahr nominiert wurden, haben das getan und sich so große Verdienste erworben. Alle 5 hätten es verdient, den ersten Preis zu gewinnen. Aber letztlich haben die Zuschauerinnen und Zuschauer von Fokus Jerusalem entschieden, die sich zahlreich beteiligt und per Brief oder E-Mail ihre Stimmen abgegeben haben. Auf den 5. Platz kam Gilad Lachiani. Gilad Lachiani hat sich einen Traum erfüllt. Er betreibt in Nordisrael eine Kajakschule. Als Soldat wurde er im 2. Libanonkrieg lebensgefährlich verwundet und verlor ein Auge. Doch er gab nicht auf. Nach einer langen, schwierigen Rehabilitation beschloss er, sein Leben als Sportler auf dem Wasser zu verbringen. Heute bringt er Kindern und Jugendlichen bei, wie sie im Kajak tosende Flüsse sicher befahren können. Aber er lehrt sie auch, niemals aufzugeben, und erzählt ihnen seine Lebensgeschichte. Platz 4 ging an Dandan Bolotin. Der 63-jährige Dandan Bolotin ist der bekannteste Wildtierretter des Heiligen Landes. Der frühere Elitesoldat kümmert sich auf seiner Farm um verletzte, kranke und verstoßene Tiere. Rund 200 junge Schildkröten zieht er jedes Jahr groß und übergibt sie der Natur, sobald sie ihr erstes kritisches Lebensjahr überstanden haben. Seltene und bedrohte Tiere leben dauerhaft auf seiner Farm, zum Beispiel eine Wölfin. Auf den 3. Platz haben unsere Zuschauer Arye Shalika gewählt. Leider kann er heute Abend aus Termingründen nicht anwesend sein. Arye Shalika ist als Sprecher der israelischen Armee in ganz Europa bekannt geworden. Als Jude mit deutsch-iranischen Wurzeln wuchs er in Berlin-Wedding auf. Der Kleinkriminelle wanderte nach Israel aus und machte Karriere bei den Streitkräften. Große Beachtung finden seine auf Deutsch erschienenen Bücher. Darin prangert er den um sich greifenden Antisemitismus an und gibt Tipps für ein gelingendes Leben. Auf den 2. Platz wurde Ziomas Malkan gewählt. Ziomas Malkan wurde in Teheran geboren. Er war 5 Jahre alt, als seine jüdisch-zionistischen Eltern in Israel einwanderten. Schon als junger Mann machte er sich selbstständig. Seine Frau half ihm im Laden, das Ehepaar bekam 3 Mädchen. Der 9. August 2001 hat sein Leben für immer verändert. In der beliebten Jerusalemer Pizzeria Sparrow sprengte sich ein palästinensischer Selbstmordattentäter in die Luft. Ziomas und seine Frau leisteten erste Hilfe. Aber seine Frau verkraftete die schrecklichen Bilder nicht. Sie nahm sich das Leben. Der Schuhhändler zog seine Kinder alleine groß. Beim Verarbeiten seines Traumas half ihm sein Hobby, das Kochen. Seine Lebensgeschichte rührte ein Millionenpublikum und machte vielen Israelis Hoffnung. Die Wahl war spannend, hatte aber am Ende einen klaren Sieger.
35,7% der Stimmen wurden abgegeben für unseren Mann des Jahres, Shimon Azoulay. Shimon Azoulay wurde vom israelischen Fernsehen als der ehrlichste Klempner des Landes ausgezeichnet. Doch er ist nicht nur ein sachkundiger Installateur, er widmet sein ganzes Leben dem Dienst an seinen Nächsten. Bei Armen, Notleidenden oder Holocaust-Überlebenden repariert der Sanitärfachmann defekte Anschlüsse und Rohrleitungen völlig kostenlos. Er engagiert sich in seiner Freizeit auch bei Meir Panim, einer wohltätigen Organisation, die sich für bedürftige Israelis einsetzt. Es handelt sich dabei in erster Linie um eine Suppenküche, wo die Menschen eine kostenlose, warme Mahlzeit erhalten. Doch damit nicht genug. Seit 2006 hilft der Familienvater zudem ehrenamtlich bei der Tauchereinheit der Rettungsorganisation ZAKA mit. Shimon Azoulay widmet sein Leben den Menschen, die ihn brauchen. Wie alle Nominierten erhielt der Gewinner eine Ehrenurkunde und einen Geschenkkorb. Außerdem gewann der Familienvater 10.000 Schekel, umgerechnet rund 2.500 Euro. Die fünf Helden des Alltags nutzten den Abend, um sich gegenseitig auszutauschen und mit der Mitarbeiterschaft von Fokus Jerusalem ins Gespräch zu kommen. Die fünf leben ihre Ideale und motivieren so nicht nur Israelis. Shimon Azoulay hat uns alle sehr beeindruckt. Ein würdiger Gewinner. Vielen Dank nochmal an alle, die bei unserer Wahl mitgemacht haben. Wir kommen zu einem jungen Mann, der ebenfalls eine Auszeichnung verdient hätte. Sahar Cohen. Er musste miterleben, wie Freunde und Familienangehörige an Krebs erkrankten und den Kampf gegen die tückische Krankheit verloren. Sahar, ein ehemaliger Elitekämpfer der israelischen Sicherheitskräfte, wollte das nicht einfach hinnehmen. Er hat dem Krebs den Kampf angesagt und unterstützt Krebshilfeinitiativen. Dazu wagte er sich auf ein berufliches Feld, von dem er zuvor keine Ahnung hatte. Auf den ersten Blick ist Tiki ein normales, kleines Modegeschäft in einem Tel Aviver Einkaufszentrum. Aber Tiki ist alles andere als normal. Der Gründer und Besitzer Sahar Cohen nutzt seine Modemarke, um damit Krebspatienten zu helfen. In seiner Familie und in seinem Bekanntenkreis hat die Krankheit mehrere Opfer gefordert. I have a long history with cancer. Ich habe eine lange Geschichte mit Krebs. Meine Mutter ist an Krebs gestorben. Mein Bruder ist zweimal an Krebs erkrankt und wurde zweimal geheilt. Meine Tante ist auch an Krebs gestorben. Alle diese Erfahrungen mit dieser elenden Krankheit haben mich dazu gebracht, dass ich etwas geben wollte. Ich wollte etwas tun, um mich selbst zu heilen, etwas für meine Seele und meine Psyche. Ich wollte Gutes tun. In order to do good. Vor 4 Jahren hat der heute 27-Jährige das Modelabel Tiki gegründet. Er war zuvor Offizier in einer Elite-Kampfeinheit der Armee, anschließend gehörte er zur Yamam. Das ist die paramilitärische Spezialeinheit der Grenzpolizei mit dem Einsatzschwerpunkt Antiterrorkampf. Als er verwundet wurde, musste er den Dienst aufgeben. Zusammen mit seiner Freundin wandte er sich einem Arbeitsfeld zu, von dem er keine Ahnung hatte, wie er selbst sagt. Der Elitekämpfer kreierte und verkaufte modische Kleidung. Ich wusste gar nicht, was ich da tue. Ich war ja Armeeoffizier und mir war wirklich nicht klar, wie man so etwas macht. Aber in kleinen Schritten, eine nach dem anderen, ist es mir gelungen, diese Modemarke aufzubauen. Was bei uns besonders ist, wir spenden Geld. Wir haben schon über 250.000 Schekel an gemeinnützige Einrichtungen gegeben, die Krebspatienten helfen und Forschung betreiben. Aber damit nicht genug. Sahar bindet Krebspatienten aktiv in das Design seiner Kleidungsstücke mit ein.
Wir bringen Krebspatienten zusammen mit Designern, die für uns arbeiten. Das heißt, alle unsere Produkte sind gestaltet oder inspiriert durch die wahren Geschichten von Krebspatienten. In Sahars Geschäft läuft ein Videofilm, der zeigt, wie die Kleidungsstücke gemeinsam erdacht werden. Das ist unsere Tiki-Schule, ein Platz, an dem Krebspatienten und Designer zusammenkommen. Für den Gestaltungsprozess nehmen wir alle ihre Geschichten auf und fassen sie in unseren Produkten zusammen. Und wie Sie hier sehen, kann dann jeder auch online im Laden schauen, was ihm gefällt. Everyone looking through our shop, choosing what they like. And this is the donation. Das sind die Spenden von jedem Kauf. Und das sind wir, alle Mitarbeiter, die dann die Hemden und alles einsammeln und verpacken. Die Ware wird dann an die Kunden geschickt und so sieht das dann aus. Eine weitere zufriedene Kundin. Die Nutzung sozialer Medien ist sehr wichtig für die kleine Firma. Mit dem Slogan "Eine Marke für gute Leute" wirbt sie um Aufmerksamkeit. Sahars Traum? Er will Tiki zu einer internationalen Marke ausbauen, die in verschiedenen Ländern Mode anbietet und Krebspatienten unterstützt. Doch wer mit Krebs zu tun hat, wird immer wieder mit Leid und Tod konfrontiert. Few months ago I started the process with my friend named Bal. Vor einigen Monaten habe ich ein Gestaltungsprojekt mit meinem Freund Bar begonnen. Bar war ein enger Freund von mir, er war in der Internatsschule mein Zimmergenosse. Seit mehr als 10 Jahren waren wir Freunde. Einen Monat, nachdem wir diese Gestaltung hier abgeschlossen hatten, starb Bar an Krebs. Dieses Shirt ist von ihm, er hat es gestaltet von Anfang bis Ende. Das berührt mich sehr. Entschuldigung. It's touching me, I'm sorry. Letztlich habe ihn der Tod seines Freundes motiviert, sich noch mehr und noch intensiver für Krebskranke einzusetzen. Laut Sahar ist Tiki eine Geschichte darüber, an Krisen zu wachsen und im Schmerz Gutes zu tun. Sahar Cohen war offen dafür, sein Leben für einen guten Zweck auf den Kopf zu stellen und Neues zu wagen. Um solche Lebenswenden geht es auch im heutigen biblischen Impuls von Pastor Daniel Gebhardt. Er beschäftigt sich mit einer großen Umstellung im Leben des Volkes Israel, dem Auszug aus Ägypten. Daran erinnert das jüdische Pessachfest, das in diesem Jahr fast zeitgleich mit dem christlichen Ostern gefeiert wird. Inhaltlich gibt es wichtige Überschneidungen zwischen den beiden Festen. Haben Sie auch einige Pläne für persönliche Veränderungen, Erneuerungen oder Wachstum in diesem Jahr? Für dieses Jahr habe ich mir persönlich vorgenommen, einen Monat lang keinen Zucker zu mir zu nehmen. Zumindest nicht in Form von Süßen. Mein Tag beginnt in der Regel mit einem oder zwei Scheiben Brot mit leckerem Schokoladenaufstrich und über den Tag verteilt kommt dann eine halbe mindestens Schokoladentafel hinzu und zum Abschluss des Abends steht dann meistens eine schöne Portion Eis an. Bei diesem Berg von Zucker wollte ich mich selbst einmal herausfordern und versuchen, einen Monat lang ohne künstlich hinzugefügten Zucker zu leben. Diese Umstellung fiel mir, wie Sie sich vorstellen können, natürlich nicht immer leicht, auch wenn ich wusste, dass es eine gute und wichtige Veränderung in meinem Leben und für mein Leben ist. Es ist gut und wichtig, offen für positive Veränderungen in unserem Leben zu sein. Leider fallen uns diese nicht immer leicht, auch wenn wir wissen, dass sie uns letzten Endes gut tun werden. Wir sehen das auch oft in der Bibel und ich möchte Ihnen das aufzeigen in der Geschichte vom Exodus, dem Auszug aus Ägypten mit dem Volk Israel. Nach mehr als 400 Jahren beginnt Gott mit dem Prozess, sein Volk und die Ägypter auf den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten vorzubereiten. Bei Mose macht es den Anschein, als ob er sich gut an die Rolle eines Schäfers gewohnt hatte und kein Anführer sein muss, sein möchte. Dabei spielt Angst und vielleicht sogar die Gemütlichkeit eine große Rolle. Auch beim Volk Israel wird dieser lebensverändernde Plan nicht immer positiv aufgenommen. Das erste Aufeinandertreffen von Mose und Pharao macht die anfängliche
vorsichtige Euphorie der Ältesten des Volkes zunichte. Denn Pharao macht das Sklavenleben der Israeliten noch härter, indem er sie selbst Stroh finden lässt und die gleiche Produktionszahl von Ziegeln fordert. Wir sehen in 2. Mose Vers 5, wie sich die Menschen noch mehr um ihr Leben fürchten und böse auf Mose und Aaron und auch Gott werden. Die eigentliche positive Veränderung kommt mit negativen Erscheinungen und macht das ganze Unterfangen nicht so einfach wie zu Beginn angenommen. Selbst als sie das Land Ägypten verlassen haben und durch die Wüste ziehen und dabei spektakuläre Wunder Gottes erleben, mohren sie weiter. Das Meer wurde bereits geteilt, bitteres Wasser wurde zu süßem Wasser umgewandelt. Als ihnen dann aber Essen fehlt oder sie scheinbar ziemlich hungrig sind, wünschen sie sich sehnlichst zurück nach Ägypten, wo sie an den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Der Auszug aus Ägypten dient als Veranschaulichung, wie uns Gott aus unserer Sünde, aus unserer Versklavung herausgeführt hat. Durch das Blut des Lammes wurden auch wir gerettet und erlöst. Es ist kein Zufall, dass wir das Passafest fast zeitgleich mit Ostern feiern. Diese Erlösung durch das Blut Jesu löst gleichzeitig den größten Veränderungsprozess unseres Lebens in Gange. 2. Petrus 3, Vers 18 ermutigt uns. Und es steht dort: Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis. Wachsen ist auch eine Art der Veränderung. Wachsen, sich weiterentwickeln als Gläubiger. Alte Lasten abzugeben. So wünscht sich Gott diese Veränderung in unserem Leben. Auch wenn wir wissen, dass dieser Weg gut und wichtig ist, werden uns einige Veränderungen nicht immer leicht fallen. Selbst das eigene Zugeständnis zur nötigen Veränderung, zur nötigen Wachstum fällt uns teilweise schwer. Ich bete, dass Gott Ihnen aufzeigt, wie Sie weiter nach seinem Willen wachsen können und dass er Ihnen Kraft und Geduld gibt, dies auch umzusetzen. Auch Israel erlebt derzeit viele Veränderungen. Wie zu Beginn der Sendung bereits erwähnt, sind diese nicht positiv. Das Volk scheint so tief gespalten wie selten zuvor. Dass Reservisten ihren Armeedienst verweigern, weil sie mit Gesetzesvorhaben der Regierung nicht einverstanden sind, war noch vor einigen Monaten undenkbar. Währenddessen reiben sich Israels Feinde die Hände. In arabischen Medien und sozialen Netzwerken wird schon das Ende des jüdischen Staates gefeiert. Israelische Sicherheitsexperten warnen vor einer Eskalation der Lage während des islamischen Fastenmonats Ramadan, der in diesem Jahr mit Pessach und Ostern zusammenfällt. Wenn Sie für den Frieden in Israel beten möchten, jetzt ist die Zeit dafür. Israel verliert an Unterstützung, sowohl in der evangelikal-christlichen Welt als auch bei seinem wichtigsten Bündnispartner, den USA. Eine Flut einseitiger, israelfeindlicher Nachrichten überschwemmt weltweit die Medien. Wir möchten mit dieser Sendung und unseren Internetangeboten dagegenhalten, korrigieren und aufklären. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung durch Gebete und Spenden. Wenn Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, bitten wir Sie um Spenden auf dieses Konto. Fokus Jerusalem GmbH mit der IBAN DE 906005 0101 0400 0500 07. Ganz herzlichen Dank für alles Mitbeten und Mithelfen. Und damit sind wir fast schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Wir haben noch Aufnahmen aus Beersheba für Sie. Wir zeigen Ihnen aber nicht die bekannten Hochhäuser der Universitätsstadt in der Negev-Wüste, sondern mal die eher unbekannte Altstadt mit ihrem lebendigen Markt. Unser Team wünscht Ihnen ein gesegnetes Pessach- und Osterfest. Shalom.
Und nächste Woche bei Fokus Jerusalem? Pessach, wie Speisen an den Auszug aus Ägypten erinnern. Die Wasserquellen von Enprat wandern in der grünen Wüste. Biblischer Impuls von Pfarrer Johannes Luitle, Pessach und Ostern.